Herzlich willkommen zur Folge des Final Fantasy VII Remakes. Bevor der heutige Part losgeht, möchte ich ganz kurz mein Thema ansprechen, was ich schon die ganzen letzten Parts ansprechen wollte, aber immer vergessen habe. Und zwar die Übersetzung des Spiels. Ich habe jetzt immer wieder Leute gelesen auf Twitter und so, die meinen, dass die deutsche Übersetzung schlecht sei. Und das basierend auf der Aussage, dass in der englischen Synchro oft was ganz anderes gesagt wird, als im Deutschen steht. Und das liegt ganz einfach daran, dass die deutschen Übersetzer sich strikt an das japanische Skript halten, während die englischen Übersetzer gern mal ein paar eigene Freiheiten einbauen, weswegen sich die Gespräche teilweise in den Versionen in eine andere Richtung entwickeln, sag ich mal. Am Ende kommt das Gleiche raus, aber zwischendurch gibt es halt ein paar verschiedene Sachen. Und das ist halt keine schlechte Übersetzung, es ist einfach nur eine andere Weise, Dinge zu übersetzen. Das wollte ich ganz kurz mal anmerken, um das mal aufzuklären, weil ich es immer wieder gelesen habe von wegen, oh, die deutsche Übersetzung ist so scheiße, aber ist sie nicht. Sie ist bloß anders als die englische, da die englische, wie gesagt, einfach ein bisschen anders übersetzt wurde als die deutsche. Punkt. Marco, Shinra, sie alle. Ich hasse sie alle. Alles klar? Oh. Tifa. Das ist eigentlich eine Szene, die im originalen Spiel erst viel später kommt. Also dieser kleine Rückblick jetzt. Und ich habe die Szene im Trailer schon auf Englisch gehört. Und ich muss sagen, die englische Sprecherin von Tifa hat da noch einen viel besseren Job gemacht als die deutsche. Sorry, aber das ist halt wirklich so. Die hat da viel mehr Emotionen reingebracht in das, was Tifa da gerade gesagt hat. Aber egal, das Deutsche war auch gut. So, jetzt müssen wir wieder hier die Bombe hinlegen, oder was? Was ist mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick. Kawum! In Sicherheit? Wo immer das ist. Sehr gut. Ja, aber so läuft's auf jeden Fall besser als letzte Mal. Wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. So kann halt nichts schief gehen. In Sachen Fluchtweg, sag ich mal, wie das letzte Mal. Wo dann der Boss hier kam und dann plötzlich einfach alles gebrannt hat. Und wir noch irgendwie entkommen mussten und so. Also kann er jetzt nicht hier unten durch oder was? Aber wofür ist der Weg denn? Geht's doch weiter. Was ist da? Kann ich hier den Knopf drücken oder so? Nee, oder? Das verwirrt mich. Ich will da gucken, was da ist. Hey, Moment! Warte! Ah. Das Timing ist zu perfekt. Also werden wir wirklich beobachtet? Willkommen in unserem bescheidenen Heim, Ungeziefer. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher, der große Heidegger. Der Anführer Ihrer Armee. Fühlt euch geehrt. Eure perfiden Machenschaften werden nämlich gerade live in ganz Schmittenkar übertragen. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Nach Analyse der Anschlagsdrohung vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschärfung.
Das sind aber alte Bilder. Live aus den Slums von Sektor 5. Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung. Sind wir euch eigentlich völlig egal? Des Shinra-Konzerns eine sofortige Mach schon, die Scheiße! Mach schon! Nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1 reagierte die Bevölkerung mit großem Hass. Die Terroristen! Auf die Täter und ihre Motive. Die Terroristen! Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Also dann, die zu Recht aufgebrachten Bürger Midgars haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Höhepunkt. Der Blechklotz! Unser neuester Geniestreich ein fulminantes Waffensystem. Der Lehrmaster ein Exempel an der Stadt. Bericht des Wartungstrupps. Der Airmaster ist im Augenblick zu 60% bereit. Wir brauchen länger als erwartet. Wir sind auf Sendung. Aha. Befehl an das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen. Noch nicht die. Ist aber auch krass. Da nutzt Shinra jetzt quasi uns halt vollkommen aus für ihre Zwecke. Dadurch, dass wir halt jetzt hier eingedrungen sind und den Reaktor wieder angreifen, machen sie halt voll die Werbung für sich quasi. Also Werbung, ihr wisst, was ich meine. Von wegen, ihr... Oh Gott, Hilfe. Ich kann gerade nicht zuhören, was der Typ übrigens labert. Es ist viel zu leise, was er sagt. Jedenfalls, im Sinne halt... Oh Gott! Im Sinne davon... Als sie halt sagen, ja, wir beschützen euch vor den Terroristen quasi. Und bringen halt die Bevölkerung voll gegen uns auf. Von wegen, ja, Shinra ist toll und wir werden halt voll aufgebracht quasi. Irgendwie interessant, muss man sagen, wie das gemacht wurde. War ja im Original nicht unbedingt so, sag ich mal. Beziehungsweise hat man es da halt gar nicht so krass gemerkt, dass die Bevölkerung halt voll gegen uns war, sag ich mal. Hat er es nicht getroffen? Mann, lass doch mal. Ich hasse diese Kombatanten-Dinger, wie auch immer die heißen. Ich hasse es einfach so abgrundtief. Ha! Vollidiot, ey. Schnauze halten! Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Was ich gesagt hab. Ja, die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Nicht mehr lange. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ein Exempel statuieren? Ha! Wir werden den Robo zerlegen. Auf das Shinra sich in Grund und Boden schämt. Ja, machen wir. Glaube ich nicht. Hat der Cloud noch das letzte Mal gesagt, von wegen, da wird zum Kampf von krassen Bestien eingesetzt. Wenn wir den treffen sollten, sollten wir fliehen. Ja, I see, Cloud, I see. Oh Mann, ey. Gut, dann heißt wohl gleich Bosskampf gegen den Airbuster. Aber interessant, gegen den musste man original. Musste man gegen den kämpfen? Also, man hat ihn auf jeden Fall. Was ist denn hier? Hä? Oder ist es auf der anderen Ebene? Ja, okay, das ist klar. Man musste auf jeden Fall. Nicht gegen ihn. Oder muss man ihn. Ich bin mir ganz unsicher. Also, man hat ihn auf jeden Fall gesehen, aber musste man gegen ihn wirklich kämpfen? Achso. Oder war er bloß in der Cutscene irgendwie da? Ich wiederhole. Liefert das umgehend ab! Der Stabschef wartet nicht gern! Fracht verladen! Ebene B8, Transport starten! Okay, sind bereit. Alarm! Festnehmen!
Wird wohl nix. Weil ihr seid mega easy, außerdem mega viele von euch da sind. Euch können wir ganz einfach weghauen, würde ich sagen. Einmal ganz kurz. Schwertsturm, let's go. Ja, das lief gut, würde ich sagen. Was denn alle? Lasst uns mal gucken, was die Kerle hier getrieben haben. Ja, gute Frage. Kann ich die nachkisten? Nee. Ja, ich komme, Tifa, das ist gut. Was haben wir denn hier? Sie befördern die Komponenten des Roboters über ein Liftsystem. Gut zu wissen. Dann lasst uns mal dazwischen funken. Die Fracht könnte zum Beispiel verschwinden. Wie willst du das anstellen? Mit dem Steuerpult des Lifts. Meinst du vielleicht das hier? Komm, Cloud, bitte. Geh. Ah! Steuerung! Lässt sich der Lift Schlüsselkarten. Bedienen? Mit einer Schlüsselkarte. Sucht alles ab! Okay. Wo könnte es Schlüsselkarten geben? Keine Ahnung. Hier. Reaktor 5, ja. Sauber, dieser Heidegger wird sich noch umgucken. Hoffe ich doch mal. Ist noch irgendwas irgendwo? Ups. Scheint nicht so zu sein. Oder hier noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich finde es ja voll einfach, irgendwas zu übersehen, ehrlich gesagt. Hier sind irgendwelche Kisten, okay. Machen wir mal. Hier steht was von M-Einheit. Ist das eine Komponente von ihm? Ja, eine Booster-Einheit, die mit Materialösung befüllt ist. Kannst du was drehen? Ich lenke den Lift zur Entsorgungsstation um. Wenn M-Einheiten entsorgt werden, können für den Airbuster vorgesehene Gegenstände erbeutet werden. Oha. Dies hat zwar keinen direkten Einfluss auf seine Kampffähigkeiten, aber mit den Gegenständen kannst du natürlich deine Reserven auffrischen. Okay. Ja. Mach mal. Okay, jetzt ist die Schlüsselkarte weg und wir brauchen quasi eine neue, um noch was zu entsorgen. Die M-Einheit wird entsorgt. Das wird dem alten Heidegger ganz sicher nicht schmecken. Klappt ja prima. Okay, weiter geht's. Ich habe keine Ahnung, kommt man vorher eventuell noch irgendwo was finden oder so in dem Gang hier? Nee, wahrscheinlich nicht. Also so, sollten wir jetzt die Augen offen halten nach Schlüsselkarten, wie ich das verstanden habe. Die uns jetzt gerade wohl auch beobachten? Du hast Heidegger gehört. Live-Übertragung. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Grinst einfach nett in die Kameras. Okay. Ah, guck mal, hier steht's schon. Okay, das heißt, kann man hier wirklich alles wegmachen? Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen es einfach mal, würde ich sagen. Und schön die Augen offen halten, ob hier irgendwo was rumliegt, eventuell. An Schlüsselkarten. Ich meine, hier mitten im Gang wird wohl keine rumliegen, aber ich meine halt nur so. In dem Raum ist hier schon eher. Irgendwo. Man weiß ja nie. So. Hier unten eventuell irgendwo. Nee. Aua. Ja. Konnte ich wieder voll sehen, dass das ein Laser auf mich zukommt. War wieder richtig fair. Aber mach mal einfach hier Magie, Blitz, let's go. Mal auf die A. Und tschüss. Weiter geht's. Okay. Suche nach Schlüsselkarten beginnt. Schön alles genau abgucken, ob hier irgendwo was rumliegt. Aber scheinbar nicht. Ich sehe zumindest nichts gerade. Ist hier unten was? Scheinbar auch nicht. Nee, okay. Wo geht's weiter eigentlich? Ach, dort. Okay. Hau mal, ich kam... Von welcher Seite kam ich denn? Ich glaube von hier, oder? Ich glaube zumindest.
Gehen wir nach oben. War ja gerade was? Nee. Ich bild mir ganz eigentlich was blinken zu sehen, wegen diesen weißen Lichtern an der Seite. Ich wette, ich übersehe hier irgendwas und kann dann wieder irgendwas nicht lösen an Rätseln. Wette ich mit euch. Da ist eine, jetzt sehe ich schon blinken. Transport von B7 initiiert. Verstanden. Die Fracht aus B8 ist noch nicht hier. Und die Funkverbindung ist abgebrochen. Überprüft das. Ach, warte mal. Eindringlinge! Ergreift sie! Hier ist Ebene B7. Wir nehmen die Kampfverbindungen auf. Wir brauchen mehr Zeit. Haltet sie irgendwie auf. Wir sind jetzt in B7. Wie viele Dinger gab's insgesamt? Tschüss. Hier gibt es zwei Lifte samt Steuerpulten. Toll, 9. Dann können wir uns ja richtig austoben. Aber nur mit Schlüsselkarte. Also gibt's hier in B7 zwei Dinger oder was? So war eine Schlüsselkarte vorhin. Da haben wir schon mal eine. Eine Karte? Eine, ja. Dann können wir also nur einen Lift umleiten, was? Schwere Entscheidung. Überlasse ich dir, Cloud. Oh, Materia, hi. Schön. Give it to me, please. Gewitter, okay, nichts Spannendes haben wir schon. Ist hier drüben noch irgendwo eine Schlüsselkarte eventuell? Oh, ich weiß doch auch nicht. Ich übersehe bestimmt irgendwas. Weiß ich jetzt schon. Ja, ich würde sagen, wir leiten irgendwas von den hier eventuell um. Dieser Lift transportiert einen KI-Kern. So ein Kern erhöht die Rechenleistung. Das Reaktionsvermögen des Roboters wird also gesteigert. Dann sollten die definitiv weg. Ein riesiger Gegner und schnell noch dazu? Wir sollten uns gut überlegen, wie wir ihn schwächen. Mit der Entsorgung von KI-Kern hat der Airbuster weniger Leistungsfähigkeit für seine Finger. Schuss. Ein Laserangriff mit Betäubungseffekt. Definitiv weg. Je mehr KI-Kerne entsorgt werden, desto geringer ist also die Gefahr, durch den Fingerschuss betäubt zu werden. Okay, alles klar. Ja, weg damit. Definitiv weg damit. Also die sollten wir alle entsorgen. Aber halt sowas von. KI-Kerne will ich nicht. Der KI-Kern wird entsorgt. Das geschieht diesem Heidegger recht. Ja. Wo ist diese Entsorgungsstation eigentlich? Irgendwo hier im Reaktor. So viel steht fest. Echt? Und da landet das Zeug, das wir umleiten? Ist sicher ein stolzes Sümmchen wert. Gut möglich. Dann sacken wir es ein. Spricht nichts dagegen. Wir müssen die Station nur finden. Okay. Habe ich hier jetzt echt nichts übersehen? Weil die Leute halt hier noch so rumstehen. Eventuell gibt es hier wirklich noch irgendwas. Weil ansonsten würden die doch, oder? Tifa folgt mir Barrett aber nicht. Für den Lift wird eine Schlüssel. Ja, ich weiß. Ich habe aber keine. Auch jetzt. Da habe ich so ein Gefühl, dass mir wieder irgendwas fehlt, weil Barrett halt noch so rumsteht. Ich weiß doch auch nicht. Aber hier ist halt nichts mehr. Oder ich bin einfach nur blind. Das heißt, die ganzen Lichteffekte hier wieder nervig. Aber ich glaube, da gibt es sonst nichts mehr. Gehen wir weiter, würde ich sagen. Shinra euch erzählt, ist gelogen. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Und Shinra schlürft einfach alles weg. Aus diesem Grund. Barrett, was ist denn in dich gefahren? Na, wenn die schon alles übertragen, sollten wir die Chance ergreifen. Glaubst du, die lassen den Ton laufen? Wahrscheinlich eher nicht. Okay, jetzt folgt mir Barrett. Nee. Er folgt mir eben nicht, er läuft wieder zurück. Es fühlt sich halt so an, als hätte ich hier irgendwas vergessen. Ich weiß es halt nicht. Mann, ey, das macht mich gerade wieder fuchsteufelswild hier.
Dieses Gefühl, irgendwas vergessen zu haben. Egal. Gehen wir weiter. Kommst du, Barrett? Ja, nö, okay, da kommt er, das ist klar, gut. Ich dachte, da schnell bleibt wirklich da stehen. Okay, hier gibt es sonst nichts weiter scheinbar. Gut. Ab nach oben. Ihr habt ganz schön auf euch warten lassen. Ja, ich habe noch Schlüsselkarten gesucht, du Idiot. Mal, hier hast du ein bisschen Feuer, bitteschön. Und mit einem Schock. Ja, den Laser kann ich wieder voll sehen, von wo der kommt. Es nervt einfach nur, das Kampfsystem ist teilweise so nervig. Einfach nicht sehen kann, von wo was kommt. Ich wollte gerade wegrollen, aber es ging nicht mehr. Mann, ey. Tifa, Vita, Cloud. Renn, du Affe. So, dankeschön. Ich kann halt nichts mehr dagegen tun. Es ist so nervig. Ist auch richtig so tiefer. Nicht Eis, Blitz, let's go. Tschüss. Sehr schön. Ja, immerhin gewonnen. Richtig. Lief zwar nicht gut, aber immerhin gewonnen. Oh, oh. Habe ich die vielleicht vorhin übersehen? Gab es da vorhin auch so eine in dem Bereich, wo ich vorhin war? So mitten in der Ecke irgendwo. Ich muss nochmal ganz kurz zurückgehen. Ist mir egal jetzt. Es tut mir leid, aber ich muss das überprüfen. Oder eventuell ist die ja auch für gedacht. Keine Ahnung. Ist sie auch irgendwo in der Ecke so ein Ding? Ne, der Raum war ganz anders aufgebaut hier. Dem Schild vielleicht? Nee. Nee, hier ist nichts. Okay, alles klar. Gut, dann, sorry. Ich muss das nochmal ganz kurz überprüfen. Es tut mir leid. Ich möchte hier nichts verpassen oder so, deswegen. Lasst mich so spielen, wie ich möchte. So, das war das hier, was ich noch machen musste, oder? Oder machen wollte. Dieser Lift transportiert etwas, das sich Gigabombe nennt. Hieß früher mal großer Bomber. Eine verheerende Waffe. Mit anderen Worten, Munition. Wenn wir die vernichten, hat der Robo weniger Ladung. Mit der Entsorgung von Gigabomben hat der Airbus weniger Munition für seinen verheerenden Angriff zur Verfügung. Je mehr von der Gigabomben entsorgt werden, desto weniger Angriffe mit großen Schaden kann der Airbus durchführen. Sehr schön. Ja, weg damit. Also machen jetzt die Gigabomben und die anderen Dinger, diese KI-Kerne, ihn wirklich schwächer. Und die anderen Sachen sind quasi nur Schatztruhen, die wir uns dann in diesem Raum holen können oder was. Oder wie ich das verstehen? Naja, wie auch immer. So, von allem was entsorgt. Sehr schön. Aber ich würde sagen, unsere größte Priorität sollten die KI-Kerne sein. Weil die halt echt nervig sind einfach. Sonst ist ja nichts mehr, ja? Weil die halt echt nervig sind, wenn der Typ betäuben kann. Dann sollte man die entsorgen, dass er das halt nicht mehr so gut kann. Gut, alles klar. Nächster Raum, let's go. Ach, wenn ich... Diese präzise Steuerung. Es nervt einfach, weil man Cloud nicht so gut steuern kann, wie man denkt. Merkst du aber früh, mein Freund. Merkst du aber früh. Hallo? Ich kann halt nichts machen. Kannst du mal... Mann, ey, Alter!
Danke für den guten Rat, Tifa. Ich versuche doch auszuweichen. Pupsig, alles klar, Barrett. Du bist ein erwachsener Mann, das weißt du, oder? Du benutzt das Wort pupsig. Kann man keinen schnelleren Weg ausfinden, um die ganzen Items einzusetzen? Warte mal. Ah, wiederholt einsetzen, alles klar. Das macht einiges einfacher. Wobei, so viel schneller ist es auch nicht, weil man immer kurz warten muss. Okay, das reicht jetzt aber auch. So, weitere Schlüsselkarten müssen wir finden, hier in diesem Raum. Wo sind sie? Aber es ist eigentlich voll cool, weil du dir den Kampf halt so schwer machen kannst, wie du möchtest. Du kannst quasi die ganzen Dinger hier unentsorgt lassen, scheinbar zumindest, und den Kampf dadurch halt um einiges schwieriger machen, als man denkt. Aber Ich wollte gerade sagen, ich will keine Schlüsselkarte, aber doch, da ist eine. Kannst du sie nehmen? Ich drücke auf X, auf Dings die ganze Zeit und es geht einfach nicht. Dummerweise gibt's aber drei Lifte. Okay. Die Qual der Wahl. Gibt's hier noch irgendwo eine wieder in den Ecken oder so? Oder hier? Bisschen langsamer erkunden. Oh ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles. Was ist das hier? Okay, das sind die KI-Kerne, glaube ich, oder? Das scheint der Lift für einen KI-Kern zu sein. Was meint ihr? Sollen wir den entsorgen? Ja. Der KI-Kern wird entsorgt. Gute Wahl, Cloud. Wenn du meinst. So, gibt es sonst noch irgendwas? Ich muss nochmal, wie ihr mich kennt, alle Ecken ganz kurz überprüfen, wenn noch irgendwas rumliegt oder so. Was ich, Depp, nicht gesehen habe. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, falls ich irgendwas... Barrett, geh aus dem Weg. Falls ich irgendwas übersehen habe oder so, wie immer, dann kann ich das im nächsten Part noch nachholen. Aber ich glaube, ich habe alles. Ich glaube und hoffe, ich habe alles. Ist hier was drauf? Nee. Gut, dann machen wir die Tür auf, würde ich sagen. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer hier am Ende ein Exempel statuiert. Bist ja blendend gelaunt. Na, ganz Midgar wird dabei zusehen, wie Shinra sich bis auf die Knochen blamiert. Die Spinner nehmen uns die Arbeit praktisch ab. Kommt jetzt etwa ein Freudentanz? Von mir aus gern. Darf ich bitten? Du bist auch eingeladen, Cloud. Danke, verzichte. Ja, aber so ein Freudentanz wäre jetzt auch irgendwo ein bisschen strange, sag ich mal. Weil wir haben ja bisher so noch gar nichts geschafft. Wir wissen ja gar nicht, ob wir gegen den Airbuster überhaupt ankommen können. Auch wenn wir ihn jetzt schwächen. Keine Ahnung, ob der Kampf irgendwie machbar wird. We will see. Deswegen wäre ein Freudentanz ein bisschen fehl am Platz. Warum sind denn keine Gegner? Und was ist das für eine Truhe hier? Warum ist hier lila? Überschallfäuste. Eine mit einer Waffe drin war eventuell... Keine Ahnung. Tifa. Sind scheinbar viel schlechter. Oder liegt das daran, dass keine Materia drin sind? Ich habe keine Ahnung. Ja. Dann wären die ja trotzdem noch besser. Ich will vor allem die erstmal fertig machen. Also die Leiste fertig machen. Vor allem, weil die ja auch noch gar nicht quasi durch sind, sag ich mal.
Ich muss mal ein bisschen offscreen leveln oder so, um die ganzen Waffen zu vervollständigen. Bei ihm ist ja quasi auch noch gar nichts. Und wir haben noch voll viele WP, fällt mir gerade mal so auf. Die vergebe ich aber später, würde ich sagen, nicht jetzt. Weil dafür jetzt keine Zeit ist gerade. Oder ich mach's offscreen mal oder so, keine Ahnung. Wollt ihr das sehen überhaupt im Part? Oder denkt ihr euch so, nee, das muss man gar nicht sehen. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Okay. Ja, okay, da der Part jetzt eh vorbei ist, würde ich sagen, machen wir das schnell. Noch vergeben wir noch die ganzen WP. War mal falsch. Hier. Und gut ist. So, oh, der dritte Ring öffnet sich. Nice. Also hier haben wir alles. Hier sind noch zwei. Was haben wir jetzt hier im dritten? Materia-Slots, ganz wichtig. Ja, bitte. Falsch. So. Dann haben wir physische Attacke, magische Attacke, MP-Maximum. MP-Regeneration, das ist nice. Jetzt für Cloud nicht unbedingt nötig, sage ich mal, aber trotzdem ganz cool. Irgendwo. Aber das war die falsche Waffe hier, oder? Das ist das Panzerschlag gewesen. Das ist doch die wir aktuell ausgerüstet haben. Egal. Vielleicht haben wir jetzt hier auch was Cooles. Ich meine, ich will ja eh alle Waffen fertig machen quasi. Hier gibt es kein Materia-Slot leider. TP-Heilung, das ist nice. Mehr Attacke. Okay, sehr schön. Jedenfalls, ja, ich würde ganz gern alle Waffen fertig machen. Deswegen werde ich früher oder später alles irgendwie durchgemacht haben. Magische Abwehr für Barry vielleicht ganz gut, aber er hat, glaube ich, relativ wenig gehabt, oder? Mehr Attacke. Ah, ich bin im falschen Ding, toll. Jetzt habe ich nichts mehr. Ah, hier wäre sogar Materia-Slot gewesen. Tja, doof. Was soll's. Direkt zwei neue Ringe, sehr schön. Ich meine, die Waffe hier haben wir eh noch gar nicht ausgerüstet, aber trotzdem. Warum nicht? Einfach schon mal ein bisschen boosten. Finde ich auch sehr schön, dass die... Oh, falsch. Dass die WP quasi... pro Waffe halt einzeln sind, dass nicht die ganzen WP irgendwie auf eine Waffe beschränkt sind, dass wirklich die WP pro Waffe gelten einfach. Finde ich sehr angenehm auf jeden Fall. Ist noch tiefer dran. Hier wird schon drei Waffen hat. Oh mein Gott, ey. Ich muss die irgendwie mal alle ein bisschen aufbessern. Keine Ahnung, das nervt mich halt, dass voll viele von ihren Waffen noch nicht. Das ist ganz cool. Das war halt nur mit diesen ganz alten Waffen quasi rumhängen. Also ich habe nichts mehr, schade. Aber das ist halt so die Sache. Wir müssen erstmal die ganzen Waffen aufbessern und so. Und die Leiste halt füllen. Ich lerne hier erstmal alles. So, längere Buffs. Das ist ganz cool eigentlich. Hinterhalt, normalen Angriff, nice. Auch ganz gut, würde ich sagen. Auch wenn es halt kaum Sprungangriffe gibt, aber okay. Materia ist das, würde ich unbedingt haben. Da. Gut, sehr schön. Haben wir es geschafft? Noch eine Waffe, genau. Ach ja. Aber dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal für heute. Im nächsten Part werden wir dann weitere Teile des Airbusters entsorgen und mal gucken, dass wir gegen den kämpfen und mal schauen, wie der Kampf ausgehen wird. Ich hoffe natürlich gut. Aber mal gucken. Was haben wir hier drüben noch? Eigentlich voll viel Elementbasiertes scheinbar bei der Waffe hier. Ich hoffe, dass der Kampf gut ausgeht, wie gesagt, und dass wir... Oh, nice. Das hinkriegen, aber mal gucken. Im nächsten Part geht es dann weiter.
Bis dann und ciao, Ivy Road, tschüss.